Hier im Hintergrund läuft gerade das Qualifying fürs Treckerrennen, Rasenmäher-Treckerrennen in Trittau. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich hört, es ist ziemlich laut, aber das ist mega witzig. Und ich werde euch heute mal einen Tag zeigen, was man so machen muss, um da mitzumachen, was der ganze Spaß kostet und wie so ein Tag abläuft. Wenn euch das interessiert, ihr jetzt einfach dranbleiben, schon mal Kanal abonnieren, Like da lassen und viel Spaß bei diesem Video. Mega anstrengend, 15 Minuten sind echt lang, extrem staubig, teilweise Sicht gleich null. Es sind Steine geflogen, die ich auf die Finger bekommen habe. Das sieht man gar nicht, ne? Also sieht man dir gar nicht an, deine Anstrengung. Nee, gar nicht. Ich glaube, duschen ist heute Abend wieder angesagt. Ne? Ja. Duschen, vor allem mehr Sport machen, mehr Kondition aufbauen. Alles tut weh, Arme, Knie. Das ist der Mann, der mich heute quasi mit dazu geholt hat, weil der macht das schon ein bisschen länger. Kennt ihr ja Marc. Ich verlinke euch nochmal die Videos, die ich mit ihm schon gemacht habe, in Bezug auf definitiv mit der Camper-Sprimper-Umbau. Hat er natürlich einen mitgebracht. Und Marc, erste Runde, vier Rennfahrten. Ja. Genau, vier Rennen, a 15 Minuten. Aber ich glaube, das letzte sind nur 10 Minuten zum Glück. Das sieht auch, als wenn der Dackel ich fühle mich jetzt, als wäre ich zwei Marathon gelaufen wäre in Folge. Also da brauchen wir schon noch ein bisschen extrem anstrengend. Ist halt Motorsport, ja, ne? Wir lassen ihm mal kurz ein bisschen Zeit. Wir werden uns nachher nochmal genauer mit ihm unterhalten, was alles so ist und wie das alles so funktioniert. Aber ich glaube, der Mann braucht erstmal was zu trinken. Gerade die Info gekriegt, dass wir jetzt gleich wieder kommen. So, während wir auf den zweiten Lauf warten, kann ich ja nochmal das erste Feedback geben. Also super staubig, super laut, super spaßig. Es gab bis jetzt keinen Unfall, das ist ganz gut, aber die Trecker haben mir ordentlich gefightet, das konntet ihr wahrscheinlich auf den Videos sehen. Und da hinten stehen sie schon in der Ausstellung für die nächste Runde. Und ich bin mal gespannt, wie es ausschaut, was jetzt passiert. Die Leute sind natürlich alle heiß. Die ganzen Treckerfahrer haben sich eingefahren. Und ich erwarte spannende Zweikämpfe. Und nach diesem Rennen wollen wir mal gucken, ob wir mal ein paar Stimmen aus dem Fahrerlager hören können. Was sowas kostet und was man machen muss, um einfach an diesem Sport teilzunehmen. Aber jetzt erstmal wieder ein bisschen Action.
Das war Runde 2 und jetzt wird einmal die Strecke aufbereitet und das sind so tiefe Furchen. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht hinfalle. Das ist absolut notwendig. Einmal gesprengt, einmal gewalzt und dann geht's in die dritte Runde. Dritte Runde ist wieder 15 Minuten, die vierte Runde sind dann nur 10 Minuten. Und dann wird der Sieger gekürt. Mega witzig. Ich find's total lustig. So, ich hole mir jetzt mal eine Cola und dann geht's weiter im nächsten Rennen. Wenn die 13 PS-Klasse gerade fährt, wird hier im Fahrerlager wieder ordentlich geschraubt. Eigentlich ist nach jedem Rennen der ein oder andere Trecker, der kaputt ist, irgendwas gemacht werden muss. Da wird jetzt gerade die Spritpumpe getauscht. Marc ist leider ausgeschieden, schon nach dem zweiten Rennen, weil sich ein Riemen verabschiedet hat. Im Moment ist er nicht ansprechbar. Nein, macht Spaß. Ich spreche gleich mal mit ihm, was da alles so gelaufen ist. Aber Marc ist also raus. So, und aktuell läuft die kleine Klasse. Und Marc Sohn ist tatsächlich deutscher Meister schon geworden. Das ist ziemlich witzig. Platz 3. Nach dem Rennen noch ein Rechen in der großen Klasse und dann gibt es die Siege. Ja, Marc, da bist du rausgeflogen nach der zweiten Runde. Was passiert? Technischen Defekt. Die Spannrolle vom Keilriemen hat sich aufgelöst, scheint fest zu sein, ganz genau. Wissen wir es noch nicht, haben noch nicht reingeguckt, Tag war gelaufen. Aber wenn die Spannrolle vom Riemen nicht mehr funktioniert, kriegst du die Leistung halt nicht mehr. Der Riemen hat sich auch gedreht, ne? Ist komplett raus. Der Riemen ist auch, der Fliehkraft hat er sich gedreht, die Rolle hat sich aufgelöst auf der Spannrolle und damit kriegst du den Spannarm halt nicht mehr. Schade. Leider erledigt. Aber das egal. Das ist Motorsport, ne? Genau, das ist gehört dazu. Ja, super. Und am Ende des Tages geht es halt nur um Spaß haben. Ja. Bis dahin hatte ich das. Ja, alles gut. Passiert. Marc, du musst uns noch mal ein bisschen was sagen hier bezüglich der Reglements und wo man so einen Trecker herkriegt, was sowas kostet. Und erzähl uns mal ein bisschen was über diesen Sport. Ja, also wir fahren im Rahmen des IRWM-Reglements. Das haben mehrere Vereine zusammen verfasst und haben dann Regelwerke draus gebaut und haben gesagt, welche Klasse was machen darf. Genau, das ist jetzt ein Trecker der offenen Klasse. Das bedeutet. Wie viele Klassen gibt's? Es gibt 5 Klassen seit diesem Jahr. Die haben eine weitere Klasse mit dazugenommen, die viel im Ausland aktiv ist, nennt sich Rasicross. Hört sich mega lustig an, ja, Rasicross. Genau. Kannst du tatsächlich viel im europäischen Ausland auch fahren, mehr in Süddeutschland vertreten als oben im Norden. Sind ganz lustige Gefährte, völlig ungefährder, deutlich kompakter.
als das ursprüngliche. Genau, und dann gibt es die offene Klasse, das ist das, was ich fahre. Dann gibt es Superstandard, Standard und die 13 PS-Klasse. Wobei Superstandard und Standard sich jetzt anhört, als wenn es normale Rasenmäher waren. Nein, auch nicht mehr. Das ist tatsächlich nur die 13 PS-Klasse, die noch auf einem Original-Rasenmäher basieren muss. Und der Rest ist dann tatsächlich... Ich meine, das sieht aus wie ein Rasenmäher, ne? Aber eigentlich, eigentlich auch nicht. Ne? Wenn ich so sehe, der Motor, der sie hat wahrscheinlich nichts mehr mit dem zu tun, was man jetzt irgendwie so kaufen kann im Baumarkt. Und der Auspuff sieht auch schon sehr blau aus. Also da wird ordentlich was rausgekommen sein. Genau, also die Motoren, die wir fahren dürfen, müssen, sind Motoren, die überwiegend auf Baumaschinen oder in der Industrie verbaut sind. Sind Zweizylinder-Standmotoren meistens. Wir haben in der Serie so zwischen 18 und 25 PS. Und genau, da gehst du dann halt bei und machst das klassische Saugertuning. Also da ist wenig mit Programmierung und hier eine andere Software draufpacken, sondern das klassische Ventiltrieb, Kurbelwellen, Pleuele, Kopfbearbeitung, Vergaser. Und damit holst du da halt möglichst viel raus, sodass Jungs in der Spitze tatsächlich mit bis zu 65 PS unterwegs sind, so in dem Dreh. Motorsport kostet ja immer Geld, ne? Aber über was reden wir denn? Also was ist denn so ein typischer Einstieg? Was muss man denn ausgeben, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt nicht mit dem Standard-Rasenmäher-Trecker fahren, der dann irgendwie mit 3 Stundenkilometer um den Kurs fährt, gab es ja heute auch, sondern dass man sagt, okay, du hast so ein bisschen Spaß und ein bisschen flotter unterwegs. Was ist denn so der Rahmen, was man dafür anlegen muss? Also grundsätzlich kaufen ist schwierig. Es ist eigentlich in der Regel immer selber bauen. Es gibt einen kleinen Markt dafür an Gebrauchteilen. Ich sage mal, um in der 13 PS-Klasse zu starten, bist du über den dicken Daumen im 1000er dabei. Je nachdem, was du dann alles noch veränderst, Fliehkraftkupplung etc. pp. Aber ich sag mal, da bist du über den dicken Daumen mit 1000 Euro dabei. Und in der offenen Klasse, je nach Trecker, je nach Fahrzeug, je nach Ausbaustufe, beginnst du da so bei 3,5, 4. Aber du kannst auch deutlich mehr investieren. Wobei nachher Geld tatsächlich nicht unbedingt schnell macht, sondern Know-how macht schnell. Es kommt halt tatsächlich darauf an, zu wissen, was du verändern musst, wie du was verändern musst. Kaufen ja, kannst du, aber am Ende des Tages gehört auch ganz viel Know-how dazu und selber bauen ist da tatsächlich angesagt. Also. Aber das ist ja gerade das, was auch Spaß macht. Ne? Und ich meine, du hast jetzt gesagt, okay, 1000 für den Einstieg und 3,5 so für die größere Klasse. Ich meine, wenn du überlegst, wenn du jetzt irgendeinen anderen Motorsport machen willst, ein Auto kostet ja schon mehr, ne? Ja. So, das heißt, es ist ja absolut bezahlbar und ist mega witzig. War tierisch laut, hat viel Spaß gemacht. Ich fand es ziemlich schnell. Ja, ist es. Weiß nicht, ob das meine Welt wäre. Ah, aber es macht schon Laune. Aber es macht schon Laune. Das sieht man auch an deinem Gesicht. Ja, schade, dass du ausgefallen bist. Aber das Motorsport, ne? Genau, das gehört dazu. Das ist völlig in Ordnung. To finish first, you have to finish first. Ja. Oder wie sagen die Profis? Nein, es geht tatsächlich mir mehr um Spaß an der Sache. Es macht saumäßig viel Spaß. Das Ganze drumherum ist lustig. Die Leute, die das machen. Und genau, das große Ganze ist halt schon echt lustig. Das war die Siegerehrung. Alle Pokale sind verteilt, alle Medaillen sind verteilt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War ein mega witziges Event. Ich werde euch mal ganz viele Links unten in die Beschreibung packen, wo Events stattfinden, alles Mögliche, was ich dazu finde. Falls ihr Interesse habt, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und den Kanal abonniert und kommentiert fleißig, wenn ihr Fragen habt. Ich werde versuchen, alles zu beantworten. Das war's von mir für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und jetzt ausschalten.